Hallo, was machen Sachen? Wie in meinem letzten Video versprochen, fangen wir heute an mit der Dextur. Ich möchte daraus ein Tutorial machen und davon zeigen, wie man Schritt für Schritt von Substance Painter bis hin in die Unreal Engine die komplette Textur erstellt. Das Video dauert etwas länger. Ich habe es in drei Parts unterteilt. Im ersten Part werde ich so die groben Einstellungen von Substance Painter erklären. Da man jetzt für die Lampe auch mehrere verschiedene Maps braucht, erkläre ich auch, wie man diese in Substance Painter erstellt, wie man diese Maps zugänglich macht. In den darauffolgenden Videos werde ich im zweiten Teil einfach erklären, wie ich was texturiere, wie man jetzt eine normale Textur erstellt, wie man jetzt mit der Emissive arbeitet oder eine Opacity arbeitet. Und im dritten Teil geht es dann um die Engine-Arbeit an sich. Da zeige ich euch kurz, wie man die Sachen importiert, wie man ein paar einfache Texturen erstellt. So, fangen wir am Anfang an. Wir brauchen eine Textur, die will erstellt werden. Und dafür müssen wir ein paar Sachen vorbereiten. Und darum geht es jetzt im ersten Teil. Und fangen wir an. In meinem letzten Video habt ihr ja gesehen, wie ich das High-Poly-Modell der Lampe erstelle. Ich habe da dazu offscreen quasi das passende Low-Poly-Modell auch erstellt und auch die UVs gemappt. Und jetzt importieren wir das alles in Substance Painter. Ich erstelle kurz eine Textur und diese importieren wir dann in die Unreal Engine. Da das ja alles so ein bisschen zusammengehört, dachte ich mir, das ist eigentlich eine gute Idee. Also machen wir erstmal ein neues Projekt. Selektieren unser Modell. Ich habe die dann getrennt. Einmal High Poly HP und Low Poly LP. Einmal erst das Low Poly rein. Die Settings sind so in Ordnung, sollte funktionieren. Tada, da ist es. Mal gucken. Aha, da hat was nicht funktioniert. Ich habe hier so ein paar kleine Sachen, die sind nicht vorhanden. Also nochmal. Dann machen wir den hier mal an. Man muss da immer mal ein bisschen hin und her probieren, damit es auch funktioniert. Neues Modell. Und, jetzt haben wir alle Materialien auch drauf. Das passiert bei Substance Painter leider öfters, dass halt ab und zu mal ein paar Sachen verloren gehen. Da muss man immer kontrollieren, ob der UV-Space alles vorhanden ist. Wird sonst ein bisschen schwierig, weil was hier nicht angezeigt ist, kann man nicht einfärben. Muss man ein bisschen darauf achten, dass alle Faces im UV-Layout vorhanden sind und nicht kaputt sind. Kann immer mal sein, dass das irgendwas verzogen ist, dass irgendwas glitscht oder so. So, das ist jetzt unser Low-Poly-Modell. Wir haben jetzt noch keine Normal Web etc. drauf. Die fügen jetzt durchs High-Poly ein. Dann ganz einfach Bake Mesh. Eine 2K-Textur müsste für dieses Modell reichen, um eine gute Auflösung zu kriegen. Es kommt halt immer, dabei kommt es halt auch immer drauf an, was ihr machen wollt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, geht gern ein bisschen größer. Wir machen jetzt halt mal 4K. Geht gern ein bisschen größer. Runter reduzieren ist einfacher wie rauf reduzieren. Funktioniert schwierig. Später beim Export können wir dann halt schauen, wie viel Verlust wir an der Textur haben, wenn wir die nur 2K rausrendern. An für sich müsst ihr hier nichts groß verändern. Halt einmal das High Poly hier einfügen. Wer hat und will, der kann einen Cage einfügen. Falls ihr nicht wisst, was ein Cage ist, nicht schlimm. Das mache ich in einem späteren Tutorial einmal. Machen wir so Schritt für Schritt alles mal durch. Ist jetzt auch nicht unbedingt notwendig in Substance Painter, gerade für den Anfang. Die Schieber reichen aus. Ich lasse ihn anfangs immer erstmal auf normal eingestellt. Erfahrungsgemäß reicht das bei den meisten Modellen auch. Dann haben wir das Upsampling. Ja, bei so einem kleinen Modell, es ist recht rund, da gehe ich schon mal aufs Höhere. Wenn ich Sachen habe, die sehr kantig sind, lasse ich es meistens etwas niedriger. Es dauert da nicht so lange bis zum Bake. Hier ist jetzt halt, wie wir das baken wollen. Always ist halt nach der Position des Objekts. Man kann auch beim Mesh Name machen. Dazu muss man halt eine gewisse Sachen beim Benennung der Sachen einhalten. Meistens bin ich zu faul dafür, übersehe etwas und schreibe es falsch. Das ist jetzt wieder zu der Einstellung für das Mesh by Name. Für das High Poly Mesh ist dieser Suffix, also das muss am Ende stehen, dass der das als High erkennt und das muss stehen, dass er als Low erkennt. Wie gesagt, ich persönlich bevorzuge das Always.
ist für mich einfacher, weil ich zu doof zum Schreiben bin. So, und dann gucken, alles ausgewählt. Wir haben ja noch keine einzelne Map gebacken. Man kann auch, falls man irgendeine Map kaputt hat, irgendwas nicht funktioniert hat, eine einzelne noch nachbacken. Brauchen wir nicht, wir brauchen alle, also alles baken. Jetzt heißt warten. So. Auch falls ihr in Substance Painter Low Poly Models nur painten wollt, müsstet ihr auch baken, weil auch gerade die Curvature Map wird von vielen Materialien genutzt, die brauchen die zur Orientierung. Also baked auch ein Low Poly Modell. Viele unnötige Maps müsst ihr dann später nicht raus exportieren, aber lieber haben als brauchen. Wie gesagt, und gerade die Curvature und die Ambient Occlusion wird halt für viele Materialien genutzt. Oder hauptsächlich die Curvature ist es, auf die viele Materialien reagieren. So, wir haben jetzt alles gebacken. Kekse sind fertig. Oder so schöne Lampe. Bei den Texture Settings müsste ich jetzt noch einstellen, da wir bei einer Lampe eine Emissive Map für die Glühbirne haben. Die will ich ja für euch raus exportieren. Und wir brauchen eine Opacity. Die müssen wir jetzt natürlich noch einfügen. Den gibt es hier unter Windows. Nee, Shader Settings. Da müssen wir erstmal den hier ändern. Den entweder in den Alpha Blending. Wird genutzt, wenn man eine Graustufen-Map habe für die Opacity, halt Transparenz erzeugen möchte. Man kann aber auch hier den Alpha Blend nehmen. Da wird dann halt entweder sichtbar oder nicht sichtbar. Es ist quasi wie eine Maske. Es gibt entweder nur ganz oder gar nicht. Bei dem Blend gibt es halt auch Zwischenschritte. Den brauchen wir. Hier gibt es halt noch mehrere Varianten, die sind jetzt nicht so wichtig. Die gängigsten sind wirklich dieses, das normale PBR oder dann halt entweder den Alpha Blend oder den Alpha Test. Die PBR-Dinger sind so die Standard-Dinger, die man überall bei den meisten Sachen raus exportieren kann. Also haltet euch ruhig an PBR. Bedeutet Physical Based Rendering, also physikalisch basiertes Rendering. Damit macht ihr an Modellen eigentlich nichts falsch. Selbst wenn ihr einen wirklich simplistischen Stil habt, könnt ihr den benutzen, kein Problem. Nutzt dann einfach Farbe, kaum Materialien. Also wie gesagt, wir brauchen hier den Blend, weil wir wollen ja nicht direkt durchgucken. Wir wollen ein bisschen Scheibe sehen, eventuell ein bisschen Schmutz drauf machen. Da gucken wir gleich. Das ist alles. Okay. So. Dann machen wir hier dazu einen neuen Channel. Wo haben wir ein Opacity? Hier haben wir 8. Ist okay. Und dann eine Emissive. Ist auch hier sRGB. Ja. So, dann haben wir Channel für unsere Materialien angelegt. Die haben jetzt in diesen Materialien mit drin, die können wir beeinflussen. So, erstmal das Gröbste vorher eingestellt. Und jetzt geht es darum, ein bisschen Farbe drauf zu bringen. Viele Materialien, also viele Einzelmaterialien, gibt es ja auf dem Modell hier nicht. Da passiert zum Glück nicht so viel. Deswegen habe ich mir auch gedacht, das ist so ein super Ding, wo man alles mal so ein bisschen anschneiden kann. Es hat wenig Material, aber benutzt viele verschiedene Maps. Da jetzt das Gröbste eingestellt ist, können wir mit dem Texturieren beginnen. Und das heißt, das ist das Ende von dem ersten Part. Der zweite Part wird in die Tage hochkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir noch mal ein bisschen Feedback da. Auch wenn ihr irgendwas Spezielles noch wissen wollt, dürft ihr mich gerne fragen. Und dann, man hört und stört sich. Einen schönen Tag noch.